zum Pfingstgruß aus der Christuskirche. Der Wochenspruch steht beim Propheten Sacharja. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Am Pfingsten tut sich etwas. Lukas erzählt in seiner Pfingstgeschichte von Sturm und Feuerzungen, um das Unfassbare in Worte zu bringen. In der Kirche sind die Paramente rot. Feuer, Energie, Liebe, Leben verbinden wir damit. Auch die Taube ist ein Zeichen für Gottes Geist. Damals, so erzählt Lukas, waren die Jünger wie gelähmt, fühlten sich ohnmächtig, hatten sich zurückgezogen. Doch dann kam der Geist Gottes mit aller Macht. Herz und Mund gingen ihnen über, sie waren begeistert. Mächtig ist der Geist Gottes, mächtiger als Heer und Kraft, als Gewalt und Zwang. Der Wochenspruch sagt, dass Gott nicht auf Waffengewalt setzt, sondern auf seinen Geist. Ist das naiv? Erleben wir nicht allzu oft, wie Menschen mit Waffen und Gewalt ihre Ziele durchsetzen? Hat da der Geist, haben da Haltung, Worte, Gespräche überhaupt eine Chance? Gottes Geist verändert Menschen und Situationen. Er kann neue Möglichkeiten aufzeichnen, Versöhnung und Verständnis fördern, die Sichtweise verändern. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Gott stellt die Frage der Kräfteverhältnisse neu. Wir wissen, dass Heer und Gewalt andere besiegen können, aber sie schaffen keine tragfähigen Lösungen, führen nicht zu einem guten Miteinander. Denken wir an die UN-Friedenstruppen. Sie können helfen, Kriegsparteien auf Abstand zu halten, Raum zu schaffen für Friedensverhandlungen. Manchmal müssen sie dabei auch Waffengewalt einsetzen. Aber den eigentlichen Frieden schaffen sie nicht. Dazu braucht es Vertrauen, Gespräche, Versöhnung, einen Geist des guten Willens über alle Grenzen hinweg. Gott traut seinem Geist viel zu, er setzt nicht auf Gewalt. Welch eine Zusage für uns Menschen, für alle, die sich ohnmächtig fühlen. Gottes Geist will etwas daran ändern. Er kann plötzlich und unerwartet in mein Leben, in unser Miteinander treten. Er weht wann und wo er will. Gottes Geist schafft Neues, bringt Veränderung. Eine Ohrfeige für alle, die auf Waffen und Gewalt setzen. Sie werden letztendlich nichts Dauerhaftes erreichen. Gott will, dass sein Geist sich durchsetzt. Er kann Herzen zum Guten bewegen. Er kann Mutlose ermutigen und Ohnmächtige ermächtigen. Machthaber entmachten. Deshalb bitten wir von ganzem Herzen nicht nur an Pfingsten um das Kommen des Heiligen Geistes. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Thank you.
Wir beten. Heiliger Geist, du bist wie Sturm und Feuer, manchmal auch wie ein leiser, zärtlicher Atem. Du verwandelst die Herzen der Menschen, du veränderst Festgefahrenes. Wir bitten dich, komm auch zu uns, vertreibe Zweifel und Angst. Du bist die Kraft, die Grenzen überwindet und Menschen zusammenführt. Schenke uns Zuversicht und Begeisterung, die unser starres und oft kleingeistiges Denken aufbrechen. Lass uns andere anstecken, miteinander zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.